Jetzt kommt ein Vortrag zum Thema Programm sozialer Zusammenhalt in Berlin. Ich wurde gebeten, dieses Thema aufzubereiten für den Online-Kurs, weil andere Städte sich auch dafür interessieren, wie kann man Edible City Solutions in Städten finanzieren? Wo bekommt man Geld für solche Projekte her? Und in Berlin ist das Edible City Network Projekt angedockt an das Programm Sozialer Zusammenhalt, gerade weil es hier Finanzmittel für solche Projekte gibt und weil wir auch festgestellt haben, dass Edible City Solutions hilfreich sind, um unsere Programmziele zu erreichen. Der Vortrag gliedert sich in drei Unterpunkte. Als erstes stelle ich das Programm vor. Was ist das überhaupt? Als zweites schlage ich so ein bisschen die Brücke zu EdiCitynet, warum wir uns dafür interessiert haben und warum wir bei Edible Cities Network mitgemacht haben. Und als drittes erkläre ich nochmal so ein bisschen genauer, wie Initiativen oder Gruppen, die eine Edible City Solution implementieren wollen, an Fördergelder von uns kommen. Zuerst einmal so ein paar Eckdaten. Was ist das Programm Sozialer Zusammenhalt? Das ist ein sogenanntes Städtebauförderprogramm. Also es gehört thematisch zur Stadtentwicklung. Und es ist ein Programm, was finanziert wird durch den Bund, also durch das gesamte Land Deutschland, durch das Bundesland Berlin und durch die Kommunen, wobei in Berlin ist das so ein bisschen ein Sonderfall, dadurch, dass Berlin sowohl ein Bundesland als auch eine Kommune ist. Also es fließen aus verschiedenen Ebenen Gelder in dieses Programm. Das Ziel des Programms ist es, sozial benachteiligte Quartiere zu stärken, um einfach innerhalb von Städten gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen, damit einfach Berlin für alle Bewohnerinnen und Bewohner eine lebenswerte Stadt bleibt, egal wo sie in Berlin wohnen. Das bedeutet auf der anderen Seite auch, dass das Programm nicht in ganz Berlin verfügbar ist, sondern ausschließlich in sozial benachteiligten Quartieren. Also wir arbeiten auf der Stadtteilebene. Wo sind wir insgesamt tätig in Berlin? Wir haben aktuell 34, nee, 32 Quartiersmanagementgebiete. Die werden regelmäßig evaluiert aufgrund von Sozialdaten. Das heißt, wir gucken uns Daten berlinweit an, wo leben Menschen, die Transferleistungsbezug bekommen, die arbeitslos sind, wo leben viele Kinder, die von Kinderarmut betroffen sind. Und wenn mehrere dieser Faktoren zutreffen, das ist sozusagen in diesem Monitoring auf dieser Karte, sieht man das. Dann installieren wir da dieses Programm Sozialer Zusammenhalt. Das Programm Sozialer Zusammenhalt hat verschiedene Philosophien, sozusagen, was wir erreichen wollen und wie wir das erreichen wollen. Das erste ist, wir sind zusätzlich da zu den Strukturen, die schon da sind, und wir wollen aus dem Quartier hinaus Energie und Ressourcen nutzen, um halt insgesamt das Quartier zu stärken. Dabei denken wir nicht nur, wir sind natürlich ein Bauprogramm, ein Städtebauförderprogramm, wir denken da nicht nur in baulichen Maßnahmen und in Beton, sondern wir denken auch im Sozialraum. Wir denken mit Menschen zusammen und also sehen das Ganze sozusagen integriert. Mit Menschen zusammen nehmen wir auch sehr ernst im Rahmen der Bürgerbeteiligung. Das ist wohl sowohl Ziel als auch in unserem Verfahren fest verankert, dass wir mit Trägern vor Ort und mit den Bewohnerinnen und Bewohnern zusammenarbeiten. Aber wir sind auch zeitlich begrenzt. Wir sind keine Dauerförderung. In der Regel fördern wir 15 Jahre diese Gebiete. Und das auch nicht alleine, sondern wir fördern zusammen mit den Bezirken und wir versuchen immer auch die anderen Senatsverwaltungen, die anderen Ressorts, die anderen fachlich Zuständigen mit in das Verfahren einzubinden. Wir haben insgesamt fünf verschiedene Handlungsfelder. Wenn man im Quartierskontext denkt, dann kann man sich nicht nur auf Bauen beschränken, sondern auch auf ganz andere Themen. Wir haben Themen, Bildungsthemen mit unserem Programm, wir haben Gesundheitsthemen, wir haben Beteiligung, wir haben den öffentlichen Raum.
Also sind da sehr, sehr breit aufgestellt von dem, was wir fördern können und dürfen. Wie machen wir das Ganze? Also wie kommt das Geld ins Quartier? Und wer kümmert sich alles darum? Und für uns ist es ganz wichtig, obwohl wir als Landesebene in unserer Verwaltung relativ zentral sitzen, dass wir trotzdem Augen und Ohren im Quartier haben. Und das setzen wir mit dem sogenannten Quartiersmanagement vor Ort um. Das heißt, wir haben Dienstleister vor Ort, wir haben insgesamt Teams in jedem Quartier, die als zentrale Ansprechpartner dienen, die das Verfahren im Stadtteil organisieren, die für die Beteiligung zuständig sind und genau, die dafür, also quasi unsere Augen und Ohren im Quartier sind. Grundlage für die Förderung ist immer ein integriertes Handlungs- und Entwicklungskonzept. Liebe internationale Zuhörer, wir sind Deutsche. Das heißt, wir machen immer, wenn wir, bevor wir irgendwie Geld fließen lassen, machen wir uns einen Plan. Das ist, glaube ich, recht typisch. Und da schreiben wir auf, was sind die Handlungsbedarfe, welche Maßnahmen soll es geben. Und dieses integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept wird sehr breit mit sehr, sehr viel Beteiligung aufgestellt. So viel erstmal zu dem grundsätzlichen Programm sozialer Zusammenhalt. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was hat das mit Edible Cities Network zu tun oder mit essbaren Projekten? In dieser Quartiersarbeit, die wir in sozial benachteiligten Quartieren schon seit 1999 machen, haben wir gerade in den letzten Jahren, so ab 2013, 2014, entdeckt, dass insbesondere Projekte des urbanen Gärtnerns, aber auch Projekte, wo Menschen zusammen kochen, einfach gute und wichtige Instrumente für die Quartiersentwicklung sind, um Menschen zusammenzubringen, um auch so ein bisschen Ehrenamt, Engagement zu mobilisieren. Und das sieht man auch, dass wir gerade in den letzten Jahren immer mehr von diesen Projekten fördern und die als einfach sinnvoll und gut für die Quartiersentwicklung sich erweisen. Darüber hinaus gibt es seit 2020 von der Bundesregierung die Vorgabe, dass wir uns konkret auch mit dem Programm Sozialer Zusammenhalt den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung annehmen. Das ist Fördervoraussetzung. Und wir haben das in unserem Programm so übersetzt, dass wir sogenannte soziale Klimaprojekte fördern. Das sind unter anderem auch Gartenprojekte, das sind Müllaufräumaktionen, das sind Recyclingprojekte, wo einfach dieses große und teilweise auch sehr unnahbare Thema Klimaschutz, Klimaanpassung so runtergebrochen wird, dass die Menschen das einfach verstehen und auch so ein bisschen zum Mitmachen animiert werden. Und gerade, also so gut wie alle essbare Stadtlösungen fallen unter diese Kategorie soziale Klimaprojekte und haben deswegen auch eine höhere Aufmerksamkeit jetzt in unserem Programm. Doch die entscheidende Frage ist natürlich, und wie kommt man jetzt an unsere Gelder? Insgesamt hat Berlin pro Programmjahr, also pro Jahr 30 Millionen Euro zur Verfügung, die wir in diesem Programm umsetzen in den 32 Gebieten. Das teilt sich in unterschiedliche Fonds auf. Wir haben natürlich einen Großteil der Gelder geht in große Bauprojekte. Wir haben einen kleinteiligen Ansatz, das heißt Aktionsfonds, wenn man mal ein Nachbarschaftsfest und so weiter machen möchte, kann man relativ leicht kleine Summen bekommen. Aber das, was, glaube ich, für Lösungen der essbaren Stadt, für solche Projekte am interessantesten sind, ist so unser sogenannter Projektfonds. Das sind mehrjährige Projekte, also wir können Förderzusagen für insgesamt 5 Jahre machen. Und das sind Projekte mit einem Volumen von mindestens 5.000 Euro. Meistens ist es deutlich mehr Geld, das in diese Projekte geht. Doch wie kommt man eigentlich, wenn man so als Initiative eine Idee hat und sagt, Mensch, ich möchte jetzt irgendwie einen Garten aufbauen oder eine Kochaktion machen, irgendwie sowas, wie kommt man an das Geld? Zunächst muss man in das integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept gucken. Weil das ist Fördergrundlage, das ist mit ganz vielen Trägern und mit ganz vielen Bewohnern erstellt worden. Und in diesem Konzept haben sie gesagt, okay, das ist das, was unser Quartier braucht. Und somit muss man zuerst gucken, okay, also passt diese Idee, die ich habe,
zu diesem Projekt. Und meistens wird auch das Projekt aus dem Quartiersrat hinaus entwickelt. Also es gibt eine Beteiligungsstruktur und die sagen, Mensch, in diesem Jahr möchten wir uns diesem Thema widmen. Dann gibt es einen Aufruf, wo man sich bewerben kann für verschiedene Projektthemen und sagen kann, okay, das passt dazu. Es werden Träger ausgewählt, es gibt ein Verfahren und letzten Endes kann man dann sozusagen über diese Schiene Geld bekommen für das essbare Stadtprojekt. Aber wie gesagt, es muss aus diesem integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzept ableitbar sein, es muss zu diesem Konzept passen. Und es muss auch von Bürgergremien, von den Verwaltungen, muss da zugestimmt werden und gesagt werden, Mensch, das sehen wir als sinnvoll an für dieses Gebiet. Genau, ich glaube, das ist sozusagen einmal die Grundlage, was ist das Programm Sozialer Zusammenhalt, warum sind essbare Projekte sinnvoll und wichtig für die Quartiersentwicklung, gerade in sozial benachteiligten Quartieren und wie kommt man an unsere Förderung ran? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.